gut. Gerade auch wenn jetzt wieder die warmen Tage anfangen und sowas. Und du bist trotzdem noch dabei, so eine Leistung da hinzubringen. Heftig. Ja, safe. Also, das ist irgendwie nochmal Konzentration auf einem ganz anderen Niveau. Winners Finals. Und ja, also das finde ich halt auch gerade auf so großen Turnieren, die auch mehrere Tage gehen oder so. Allein schon welche, die irgendwie einen engen Zeitplan haben, wie bei uns. Und die dann halt einfach Match auf Match auf Match. Und dann hast du da noch so einen Beißel dazwischen, wo das Match dann wieder noch 10 Jahre dauert. Und du die ganze Zeit von irgendwas Explosiven getroffen wirst oder irgendein Snake und da auch alles explodiert und so. Das ist halt heftig, ne? Ja, das geht auf die Psyche. Das macht irgendwann dich wirbel. Ja, genau das. Das ist wie im Stau zu stehen, ne? Ja, irgendwann geht einfach nicht mehr. Und manche werden dann halt super frustriert und so, aber hier läuft. Kann ich den Chat irgendwie neu starten oder so? Scheint irgendwie nicht. Ja, oh. Schon so viel passiert jetzt hier gerade. Oh ja, tatsächlich. Ging einfach gerade nicht. So, jetzt ist der. Und das war wieder da vom Strecke. Abwarten, gucken, analysieren, wann kann ich rein? Dann ein Abtilt zu viel von SDN an der Stelle und davon geht direkt 3 Punts. Ja, nur SDN ist so einer, die Lead bleibt einfach nicht lange. Es ist immer so, du holst den Kill, du hittest einmal und dann holt er den Revenge-Kill und dann macht er auf einmal eine Combo oder sowas. Also das sieht man ganz oft, jetzt auch gerade halt, ne? Dass man nah rankommt, man merkt, aber er dann doch irgendwie einfach das letzte Wort hat. Ja, mal gucken. Also jetzt gerade sieht es auf jeden Fall ziemlich even aus. Ich bin mal gespannt, was so die Prozente sein werden, bei denen der Funk so durchschnittlich killt. Er braucht schon was Gutes, weil SDN killt halt ultra früh immer, ne? Ja, wobei. Schön! Und genau schön. Das will ich mehr sehen. Genau sowas will ich mehr sehen. Einfach mal ein bisschen die Abi von Ike abusen. Genau, einfach mal gegen ihn verwenden. Genau, also man sagt ja schon seit Anfang des dieses Games, dass es praktisch ein großer Nachteil für ihn ist, aber wenn man jetzt so SDN sieht hier im Norden, dann hat man gar nicht das Gefühl, dass das ein großer Nachteil ist. Nee, also er lässt ihn wirklich sehr valuable aussehen lassen. Ja. Ja, jetzt gerade sieht es echt gut aus für Dafung. Auch eine richtig gute Recovery gerade. Also gerade so rangekommen, hat noch ein bisschen Damage gemacht. Und SDN denied. Und jetzt gerade sieht es echt so aus, als ob Dafung hier das erste Game holt. Okay. Und ja, und fair, ja. Okay. Momentum rausgeholt. Und jetzt ein Setup, mal gucken. Nee, okay, kein Setup mehr. Oh, lol. Ja, interessant. Also, man hat gesehen, diesmal kam die Side-B von SDN und die Reaktion von Dafung war da durch zu Air-Dodgen, also Neutral Air-Dodge. Das bricht die natürlich ab und dann muss er manchmal auch Abi machen. Aber mal gucken. Also, ich bin mal gespannt, wie sich das im Set entwickelt, was da für Optionen gewählt werden. Aber irgendwas muss man gegen die Side-B natürlich schon machen. Also, was man halt im Auge behalten muss bei Ike, ist, dass die sich langsam auflädt. Ne? Also wenn du dem entgegenspringst, dann kann er es nicht unbegrenzt aufladen, also dann wird es nicht super stark. Nur nach der Side-B kann er jetzt halt noch was machen. Also früher war das anders. Da warst du ja komplett rausgenommen, ne? Ja, genau. Also jetzt ist es immer noch so, wenn du niemanden triffst, aber wenn du jemanden triffst, dann kannst du danach noch was machen. Finde ich ein bisschen schade, dass die das bei manchen gemacht haben, bei manchen Charakteren und bei manchen nicht. Weil das könnte man schon universal. Also, oh, was für eine schön gespacede Back-Air. Die war richtig gut. Oha, also da Fung hier mit dem ersten Set, mit dem ersten Game gegen SDN. Das ist auf jeden Fall eine gute Grundlage. Ja. Fehlen natürlich noch 2, aber das ist schon mal ein guter Start. Das darf gerne so weitergehen an der Stelle. Auf jeden Fall.
Okay, also Rufung Beiße wurde nicht eingetragen. Das waren 3-1, ne? Hey, jetzt wurde es doch eingetragen. Okay. Ja. So, und damit gehen wir dann in die zweite Runde von der Funk-SDM. Und davon gleich rauf. Zeigen, wo der Hammer hängt. Ja. Aber das macht SDM gut. Das macht er gut. Space seine Attacken klasse da. Ja, das ging ganz schnell da gerade. Einmal eine Nähe, einmal eine Abwehr. So schnell kann es halt auch einfach gehen. Der Funk versucht das Gleiche zu tun. Es trifft diesmal nicht. Es hätte wahrscheinlich gekillt. Ich denke schon, dass es gekillt hätte, aber gut, die EI von SDN kam unbeschadet aus der Situation raus und kann jetzt weiter Damage machen, ohne seinen Stock einzubüßen. Gerade. Ja, das kann der. Da hat der Punish nicht so funktioniert. Aber wir sind bei 140% jetzt. Das kann so ziemlich alles sein. Mhm, harter Punish. Ja, noch nicht gekillt. Ja, okay, gerade noch angekommen. Und der Uptilt ist es dann im Endeffekt gewesen. Ja, das sieht natürlich ganz anders aus, das Game. Das ist jetzt überhaupt even. Ja, jetzt wäre es für der Fong einfach wichtig, doch nochmal zumindest einen Stock rauszuholen, weil sonst, wenn es jetzt in die nächste Runde geht, kann das mit der Psyche auf jeden Fall schon mal drin zu viel Druck dann nachher sein, ne? Mhm. Ja, manchmal hilft das auch, wenn man bei dem Game schon mal auscheckt, also so mental, und dann einfach in das nächste Game reinstartet. Die Frage ist halt, ob man sich das erlauben kann, ne? Ja. Also, gerade wenn es irgendwie um Matchups geht oder sowas, aber die beiden spielen ja einfach diese beiden Charaktere. Und das ist jetzt halt ein Stomp, ne? Das ist kein JV schon mal. Ja, es sieht trotzdem noch nach einem entspannten Two-Stock gerade für SDN aus. Ja, schauen wir mal, ob davon noch was dagegen zu sagen hat. Ja, wie gesagt, also ich bin mal gespannt, ob er vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr gegen die Abi macht. Das hat ja jetzt bisher ganz gut geklappt. Und das ist halt im Endeffekt auch sehr wichtig gegen Ike. 2000 Bojen. Was kann man denn hier mit den Bojen machen? Eine Nachricht hervorheben, ein zufälliges Abo-Emote freischalten, Nachricht im Nur-Abo-Modus senden, Emote zum Freischalten auswählen und ändern eines einzelnen Emotes. Weißt du, was klasse wäre? Ja. Eine Erinnerung für die Caster mal zu trinken. Ja, ist so. Ja, genau. Das könnt ihr uns ja irgendwie als Emote schicken oder so. Schon ganz trocken mein Hals. Schon leer. Haben wir noch ein Wasser da? Ah, nicht mehr genug für die Kasse, aber. Oh, der Upsmash einfach. Oh, super Amor. Ich muss auch sagen, ich freue mich einfach jedes Mal wie so ein kleines Kind, wenn auf deinem Kingdom Hearts Web gespielt wird, ne? Ich weiß nicht, hast du Kingdom Hearts schon mal gespielt? Nein. Ich hab mal zugesehen, aber nie gespielt. Also für mich absolute Liebe, Teil 1, 2 und 3. Gerade aber die ersten beiden in der Kindheit. Holla, die Waldfee! Ja, war cool. Ja, also total. Wenn das nicht für mich sogar die geilste Trilogie an Spielen ist. Ach was, okay, cool. Ja, total. Also ich kenne das auf Game Boy Advanced. Chain of Memories war das, glaube ich. Ja, okay. Das ist dieses Kartenspiel, ne? Mit den Karten noch nebenbei. Ja, ich weiß nur, dass du gegen Cruella kämpfst. Ja, aber das ist mein so ganz nebenbei. Was ist das für eine abgespacede Idee? Square Enix halt aus Final Fantasy dann mit Disney zusammenzufahren und das so geil storytechnisch zu verpacken. Also ja, sieht auch schon so ein bisschen aus wie Final Fantasy. So die Charaktere, so dieser der Edgelord-Faktor einfach mit den Haaren und so. Genau, also du hast nachher halt auch in
Kingdom Hearts triffst du auch auf Cloud und auf Sephiroth. Oh! Ja, schon wieder. Ich rede kurz einmal. Warte, wir sind bei 3-1. Hui. Ja, es sieht immer so aus, als ob SDN, okay, den Stock vorher kriegt und Dafung dann direkt danach. Ja. Aber dann ist das nicht so, sondern SDN zerstört ihn dann einfach so einen ganzen Stock lang und dann ist auf einmal 3-1. Jetzt gerade ist es ja wieder okay. Aber es ist immer noch einiges an Arbeiten. Ne? Das ist immer blöd, wenn man von hinten kommen muss. Ja. Oh. Die Abi hätte klappen können. Oh. Schöner Downsmash. Und auch da, ja, ist er wieder Offstage geairdodged. Also ich denke mal, er will Offstage airdodgen, an die Edge und dann Back Air machen. Ich glaube es zumindest. Ich weiß es nicht. Aber bisher, weiß ich nicht. Das ist irgendwie so risky. Ja, aber auch rewarding jetzt hier im Endeffekt für SCN, ne? Ja. Das war... Klatsch, klatsch, raus. Und ich höre da Rumgeschreie. Nicht runterfahren, nein. Nein, bitte nicht. Wir würden gerne was... Ja, ich glaube, da war gerade im Silberbracket Cruel gegen Sketti. Die sind immer am lautesten am Schreien in der Venue. Ja, es ist immer sehr witzig. Deswegen, also das seht ihr im Hintergrund vielleicht auf der Playercam. Kann man die Playercam jetzt gerade auch sehen? Nee, ne? Ja doch, kann man. Also im Hintergrund, falls da irgendwelche hektischen Bewegungen irgendwie abgehen oder so, dann sind die das. Die zappeln gerne rum. Oh. Ich hab keine Angst mehr, was wir einzufügen, um wieder was zu verpassen. Ja, ne? Die kleinsten Sachen. Man guckt einmal, man redet einmal und dann auf einmal so 7 Minuten vorbei und es ist irgendwie gerade Last-Hit-Situation. Okay, aber jetzt gerade, ja doch. Ah, es killt noch nicht. Ja, und jetzt kommt halt der Kontra von SDN. Gucken, ob er da von der Edge wegkommt und man sieht so... Das ist immer blöd, wenn man an der Edge steht, im Schild. Da hast du die Option, du rollst irgendwie an ihm vorbei und wirst gepuncht hundertprozentig, weil du springst, aber das ist eigentlich auch super obvious so. Das ist immer nicht so eine leichte Option. Oh, das sollte killen, ja. Ja, das ist es nämlich, ne? Du gehst halt diesen Trade ein, tausch ihn ein paar Prozente, dann doch irgendwie doch noch eine Möglichkeit, doch nochmal danach was zu machen. Lol. Ui. Und genau das, was ich gesagt habe, so. Eben hat er noch 70. Das sah so aus, als ob er den Stock noch ein bisschen behalten könnte und Damage macht. Aber nein, es ist hier komplett even. Das kann SDN so gut einfach so equalizen. Okay, wieder, pack, pack. Nee, eine Abwehr diesmal. Okay. Das ist ein guter Damage gerade. Er wartet gerade auf SDN. Irgendwann, also es sieht immer so aus, als ob SDN das dann irgendwann durchschaut. Und da muss man sich wieder irgendwie umgucken, was man als nächstes macht gegen. Baits. Ja, schön rausgebaitet. Aber jetzt ist wieder diese B-Attacke, die so super stark ist. Die killt jetzt wieder. Gucken, ob er jetzt einen Jump catchen kann. Oh, die Back Air. Nein, Side B. Oh, sehr schön. Schön. Das war sauber runtergespielt. Ja, sehr schön. Also mal schauen, ob er das so halten kann. Aber jetzt gerade sieht es nach einem schönen 2-2 aus. Okay, da ist es. Down throw, fair. Schön, 81% jetzt. Okay, diesmal war er nicht vorbereitet auf die Side B. Er hat auch die Stockliege. Er kann sich das erlauben, so aggressiv da auf der Seite zu spielen. Oh, okay. Oh, oh. Oh, schön. Erwischt. Das war wichtig gerade, dass er das jetzt gerade so ein bisschen umkehren kann. Aber jetzt ist es wieder neutral. Oh, down throw into... Ja, warten. Und... Ja, okay. Er geht da tatsächlich auch rein. Ja, ist nicht schlecht, um das zu schnuppern. Auszuschnuppern, die Attacke so ein bisschen. Auszuschnuppern? Schnuppern. Also so ein bisschen einfach in die Attacke rein und gucken, wo die Edge, die Hitbox ist. Ah, okay, so meinst du. Ja, da hat die ja dann am Ende geparried. Also, muss... Oh, schön gegen den Upsmash. Und das ist das 2-2. Tatsache.
Wir bekommen Game 5 hier im Winners Finals. Sehr schön. Ja, es war doch schon mal ein deutlich besseres Match hier gerade für Dafung. Also, das ist jetzt gerade echt drunter und drüber. Total. Also, total aus dieses Hin und Her, Ausgeglichenheit, ne? Wer übernimmt jetzt mal kurz die Spielführung? Wie beim Tango-Tanzen, ne? Ja. Off-Screen sehen wir Rufen gegen Nice Face. Die beiden spielen jetzt auch schon. Hier. Okay, also Game Nummer 5, Dafung vs. SDN, das Beste aus dem Norden. Das hatte gerade Radio-Vibes. Ja, das glaube ich auch so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob es Enjoy ist oder RSH oder NDR. Oh! Ja, krass, oh. Ne? So eine Leistung. Oh, schön. Abi? Nee. Ah, okay. Also ich habe auch hundertprozentig damit gerechnet, dass er Abi macht. Aber hat tatsächlich nicht getroffen. Also SDN, die eilt da echt gut raus. Oh, oh. Oh, Abi hat fast gekillt. Ich dachte, er macht fair. Und ich glaube, Dafung dachte das auch und hat deswegen falsch geeilt, weil das war fast schon Kill. Ja, jetzt entscheidet sich das langsam, ne? Also. Ja. Das hier ist auch ein bisschen am Spielstil. Gerade auch so beide auf dem gleichen Prozent. Aber beide dieses Herantasten. Zack, 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 zack. Oh, das könnte. Oh. Ah. Und der war hinter ihm auf einmal. Oh, der Jab. Oh. Und. Oh. Oh. Das war cool. Das war smart. Auf jeden Fall. Schön den Jump gekannt. Okay, jetzt kommt die Side-B wieder. Das ist halt so das Ding, ne? Also, ich meine, er wastet praktisch den Jump für die Side-B. Wenn er da gecatcht wird, dann hat er halt keinen Jump mehr. Dann war es das praktisch. Außer er kann irgendwie hochfliegen oder so. Aber er schafft es jedes Mal ranzukommen. Das ist halt gut, wenn man ein Projektil hat. Also so wie das von Wolf zum Beispiel. Das kann SDN ziemlich hart denyen. Macht dann schon mal was aus. Oh. Ja, oh. Und auf einmal eskaliert SDN wieder so und es ist fast wieder 3 zu 1 gewesen. Noch ist es aber nicht. Heißt, Dafung hier jetzt vielleicht den Stock holen. Da ist ja. Er. Und das war wichtig gerade für ihn. Hier ist noch nichts verloren für den Jungen. Ja, ist so. So lange, also ich weiß nicht, ob Dafung jemals gegen SDN gewonnen hat tatsächlich. Oh. Oh. Das macht das smart. Okay, gute Attack gerade von SDN. Ja. Schön. Ja, patient. Wichtig, dass er da patient bleibt. Oh mein Gott. Oh, und das killt. Yo, was? Und auf einmal okay. Hat er die Führung. Was für eine Meisterleistung hier gerade. Aber kann er den Stock halten? Ist wieder die Frage. Gegen SDN. Ja. Kann er den Stock halten? Kann er ihm 1% machen, bevor er den Stock verliert? Ja. Ja. Das war ein Hit. Vielleicht noch einen? Noch einen raus. Und nee. Die Dash Attack. Okay. Das ist auch der Klassiker von SDN. Ah, was? Jetzt wird's nochmal richtig spannend. Oh. Ja. So, und jetzt aber okay. Beide. Zur Up-Air, Into. Okay. Oh, ist da rausgekommen, hat nicht mal so viel Prozente. Okay, ja. Der Jab. Jump Side B wahrscheinlich. Nee, okay, er macht Patient. Das sind Prozente, das sind oh, Prozente. Das sind gute Prozente gerade. Oh, gecatcht. Oh. 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 Oh mein Gott, das ist so Patient gerade. Oh, ja, den Grab nicht bekommen. Keiner den ersten Fehler erlauben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. An der Edge. Okay, Dash Attack. Punish. Counter. Ja, das ist die Nähe. Ja. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Oh, Dafung back air. Oh, let's das go. Das ist es für Dafung. Dafung. Crazy. Let's go. What? Ey. Oh, das ist ja richtig stark hier gerade von dem Boy. 3-2 für Dafung über SDN. Das ist echt super strong. Heftig.